Hey, wir werden das denn, Chili-Freunde, willkommen mal wieder, also besser gesagt, endlich wieder zu einem neuen Video. Hier auf 365 Scoville vom Baumtagebuch. Ihr seht hier, ich bin hier bei meinen Pflanzen und hier habe ich die Chilis und da habe ich beide in Gewächshäusern und ja, ich habe circa seit einem Monat oder sogar noch mehr keine Videos mehr gemacht, aber dafür kommt jetzt ein gehöriges. Öffnen wir das mal. Ihr seht schon, ist überall schon Kondenswasser dran, weil es hier wirklich schön dampft, also wirklich tropisch ist. Und dann schauen wir mal rein. Das sind Melonen, da gehört nicht dazu, aber hier haben wir eine Budgerloquia, eine normale. Die sehen jetzt so aus, die haben jetzt auch endlich gekeimt und das ist nochmal dasselbe, auch eine Budgerloquia. Und ja, dann habe ich hier eine C für Cayenne, also eine Chow's Long Cayenne. Die sieht auch gar nicht so schlecht aus, wirklich ganz gut. Dann haben wir das bisschen kleinere, das muss ich schauen, sind es TS oder Trinidad Scorpion. Ich weiß nicht, ob es die Yellow, ich glaube es sind die Yellow, doch, ich habe die Yellow gekauft. Da kommen zwei. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Hier sind nochmal Trinidad Scorpion, muss ich schauen, muss hier. Und da ist nur einer gekommen von zwei, aber dafür ist er ein Stück größer, also wir haben drei Trinidad Scorpions, zwei Budgerloquias, eine Chosen Cayenne und hier hinten sehen wir Purple Tiger, P für Purple Tiger. Und ihr seht, der Stamm ist schon purpur oder violett, also purple. Und die Blätter haben auch eine leicht andere Verfärbung. Dazu kommt noch hier auch Purple Tiger. Ja, freut mich, dass diese jetzt auch kommen. Und dann haben wir mein größtes Exemplar. Das sind Peperonis, leider kein Chili, aber kann ich jetzt auch mal filmen, denn Chilis sehen genau gleich aus. Schmecken auch sehr ähnlich, nur sind Chilis scharf. Scharf. Ja, sieht so aus, ist wirklich bis jetzt mein größter. Der muss, wie man hier sieht, an den Torftöpfchen bald umgetopft werden, weil überall die Wurzeln rauskommen. Und ihr seht, am Stamm bildet sich auch schon Wurzeln. Dann haben wir hier wieder, muss ich ein bisschen Platz machen, um das rauszunehmen. Hier, das sind, ach, mir kommt den Namen gerade nicht in den Sinn. Genau, Jalapenos oder Jalapenos, wie man es auch nennen möchte, das sind zwei Stück. Dann habe ich hier nochmal eine selbe Peperoni, die gehören so zusammen. Und dann haben wir es von diesem Gewächshaus, da haben wir wirklich schon, da wächst auch viel besser als hier im anderen, denn die haben einen besseren Standort und ihr seht mal ein bisschen drehen, damit die nicht nur zum Fenster wachsen. Da muss ich schauen, dass man mit einer Hand wieder. Das mache ich später. Sonst kommt das nicht gut heraus. Dann hier sieht es leider weniger gut aus. Jetzt muss ich hier zur Seite schauen. Habe ich da Beschrift im grünen Sticker. Haben wir eine Bulgarian Carrot. Das sind vier Bulgarian Carrots. Dann haben wir hier Peperoncini Gelb. Das sind Peperoncini Gelb und das sind drei Scotch Bonnets. Hier nochmal eine Peperoncini Gelb. Hier muss ich leider ein paar Verluste einstecken. Und zwar eine Habanero Purple, Carolina Reaper und Budgerloquia Brown. Jetzt habe ich hier nur noch leider, also zum Glück noch, eine Carolina Reaper. Die sieht aber extremst klein aus und ja. Ich hoffe, die wird noch was. Und hier eine, hier eine Habanero Purple. Immerhin habe ich noch das und das müsst ihr nicht anschauen. Das sind Litchis. Das seht ihr auf meinem anderen Kanal. Und zum grünen Abschluss sind hier gelbe Peperonis. Die sehen auch nicht schlecht aus. Hier ist immer eine gelbe, aber ich habe auch da hineingemacht, weil es da keinen Platz mehr hatte.
Und dies hier ist meine andere Chili. Das ist eine handelsübliche Chili. Den Namen weiß ich nicht. War eigentlich auch nie wie Schrift, wenn ich die gekauft habe. Ist einfach eine ziemlich milde Chili. Und ihr seht, die habe ich zurückgeschnitten. Also die ist vom letzten Jahr, habe ich glaube ich auch schon gezeigt. Und dann hat die, Entschuldigung, an einer Stelle ausgetrieben. Und ihr habt es bestimmt schon gerade gesehen. Nicht ins Licht finden, es kommt nicht gut. So. Die erste Chili-Blüte und da kommt schon der zweite hier, so wo ich den Finger habe, hinter dem Blatt. Und ja, diese Blüten werde ich auf jeden Fall ausblühen lassen, denn ich habe ja Freude an den Blüten, aber sobald der Fruchtansatz kommt, werde ich die abmachen, denn dann steckt die Pflanze in nur so zwei, drei Chilischoten die Kraft. Und dann wächst sie nicht mehr groß weiter. Und wenn man jetzt abmacht, dann macht sie jetzt keine Blüten und wächst weiter. Und später hat sie dann mehr Energie für mehr Chilis. Also ja, dies war es mal so ein, sagen wir mal, Ende März Update. Ich weiß nicht, ob ich immer jeden Monat Update mache oder nach Lust und Laune, wenn etwas passiert. Das werde ich noch dann sehen. Dann danke fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen zwei vorbei hier auf diesem Kanal. Und tschö mit ö.